Hallo, ihr Lieben. Ein weiterer Monat geht vorbei und wieder mal danke ich euch für die Unterstützung auf Ko-fi. Ihr seht hier das Bild des Monats. Oben links zeige ich einmal kurz die Referenzen, die ich mir am Anfang rausgesucht hatte. Unter anderem ein Bild von Sam das Art. Ich habe mich im Endeffekt an genau einem von den Bildern orientiert und das seht ihr auch direkt am Anfang und zwar an den Farben beziehungsweise auch an der Landschaft von dem unteren. Und ansonsten habe ich das, ja, ich weiß nicht, hatte die Bilder zwar die ganze Zeit nebenher offen. Ah nee, gar nicht. Die eine Person hat so einen roten Rock an. Den fand ich auch sehr, ja, wichtig für das, was ich vorhatte zu zeichnen. Den Rest, den habe ich irgendwie nachher verworfen. Hier seht ihr nochmal, dass ich die Bilder nicht nur in meiner App da rechts offen habe, also App in dem Programm. Das heißt, Moment, PureRef heißt das, oder? Ich gucke gerade. Ja, PureRef. Das ist kostenlos, das kann man übrigens einfach so benutzen. Dann hat man so seine Referenzen, die kann man sich immer zusammen patchen auf eine Leinwand, genau. Und dann hat man die immer überall drüber, also die Anwendung, die rutscht auch nicht in den Hintergrund. Kann ich empfehlen, ist sehr hilfreich. Kann man immer schön hin und her schieben. Auf jeden Fall habe ich meine Referenzen in PureRef offen gehabt und auch in Clip Studio selber, weil ich gerade hier bei der Wiese ein bisschen die Farben kopiert habe, damit ich auch die Atmosphäre so erwische, wie ich sie gern hätte. Ich habe gerade am Anfang ein bisschen mit den verschiedenen Pinseln hin und her probiert, da habe ich die ganze Zeit versucht, die dunkle Farbe zu picken und dann gemerkt, dass das mit dem Pinsel gar nicht funktioniert. genau, also ich habe am Anfang sehr kreativ gearbeitet, da ging es halt einfach darum, dass ich so ein bisschen die Atmosphäre hinkriege, wie ich sie möchte, ne? Dass es noch nicht alles so perfekt ist. Ich habe so ein paar verschiedene Pinsel übereinander gematscht, einfach mal geguckt, wie das geht. Und ja. Ich habe auch nachher die Größe von dem Bild geändert. Also aktuell haben wir so ein DIN A4-Format. Nachher habe ich es in HD geändert. Also in praktisch so Kinoformat, mehr oder weniger. Weil es einfach zum Motiv besser gepasst hat. Man merkt wahrscheinlich gleich, dass ich so ein bisschen, ja, nicht unstrukturiert, sondern ich bin so ein Problem nach dem anderen angegangen. Ich wollte erst, dass der Hintergrund vernünftig aussieht. Und ich wusste die ganze Zeit, ich werde irgendwo eine Person hinstellen. Das mit dem roten Kleid hatte ich schon im Kopf. Aber das war es dann so. Ich hatte so eine bestimmte Atmosphäre und sowas. Das hatte ich mir schon ausgemalt. Haha. Im Kopf aber halt nur. Und dann habe ich eben den Hintergrund so angerichtet und danach hat die Person, die Figur mehr oder weniger erstellt. Mehr oder weniger. Habe ich eben schon mal gesagt. Muss ich aufpassen, dass ich das nicht die ganze Zeit wiederhole. Ich finde es immer anstrengend, wenn eine Person die ganze Zeit die gleichen Dinge sagt. Aber gerade wenn man so irgendwas erzählt, tendiert man doch recht schnell dazu. Auf jeden Fall. Wo war ich dran? Genau, ich habe dann die Person erstellt, so als eine Silhouette. Und dann habe ich die hin und her geschoben und gespiegelt und hin und her geschoben und mit den Farben ein bisschen geguckt, bis ich einen Platz gefunden habe, der mir ganz gut gefiel. Und ja, dann war der Rest eigentlich nur noch Ausarbeiten. Ach so, genau, das ist ganz wichtig, damit ich das nicht vergesse. Ihr seht tatsächlich in dem Video hier nicht den ganzen Prozess. Ihr seht alles, was wichtig ist, bis das Bild fertig ist. Und die letzten Feinheiten, die könnt ihr im Tutorial für diesen Monat sehen, weil die Dinge, die ich normalerweise mache, ne, also sowas wie Scharfzeichen, nochmal Farbabgleich etc., ne, die Dinge, die ich einfach ausprobiere, habe ich dieses Mal als Tutorial erstellt, beziehungsweise werde ich gleich. Ich habe gerade frisch das Bild bis zu diesem Punkt, wie ihr hier gucken könnt, fertiggestellt und werde dann gleich das Tutorial dazu aufnehmen. Um genau zu sein, handelt es sich dann hier um das, wie habe ich das nochmal genannt? Finishing, Final Touch, Final Finishing Touch bei Bildern.
Tutorial irgendwas. ja, da könnt ihr euch dann das Ende angucken. Ich zeige nämlich an dem Bild hier die ganzen Beispiele, die ganzen Sachen, die man machen kann. Und die Sachen, die ich eh gemacht hätte, die speichere ich dann auch so ab, dass wir das Bild dann fertig haben. Das wären halt die Kleinigkeiten. Aber das werdet ihr ja dann sehen. Lasst mich kurz überlegen, ob ich noch irgendwas Wichtiges zu sagen habe. Moment, ich überlege einmal kurz. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ich komme hier nie so mit dem Pause klar. Moment, ich glaube hier, Pause. So, ich habe überlegt, mir ist nichts eingefallen. Ich habe währenddessen noch eine E-Mail gerade geschrieben und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, dass ich Hunger habe. Von daher, ich bedanke mich nochmal. Das wäre vielleicht angebracht. Von daher, vielen Dank für die Unterstützung auf Ko-fi. Und ich hoffe, euch gefällt das Bild. Ich hoffe, das Tutorial wird hilfreich für euch sein. Und dann hören, sehen und stören wir uns im nächsten Monat, würde ich sagen. Hier mit unserem Bild des Monats, Realtime-Aufzeichnung-Gedöns. Okay, mach's gut. Ciao, ciao. Viel Spaß mit dem Video. Wo ist der Ausknopf?